Alter, seine Ursachen und Prävention. Senf & Banner, Übungen zur Verjüngung von Körper und Gesicht, ohne das Bett zu verlassen. Diese beiden Fotos zeigen nicht Vater und Sohn. Das ist eine Person, der Schriftsteller Senf & Banner. Der Unterschied zwischen diesen beiden Fotos beträgt 22 Jahre. Darüber hinaus ist Senf & Banner auf dem Foto links 50 Jahre alt und auf dem Foto rechts 72 Jahre alt. Senf & Banner wurde 1841 geboren. Er arbeitete als Buchhalter. Senf hatte mit seiner Vererbung nicht viel Glück. Sein Vater verstarb im Alter von 42 Jahren. Mutterlichseits gab es keine 100-Jährigen. Mit 50 Jahren bekam Banner eine Glatze. Seine Wangen hingen herab, seine Muskeln wurden schlaff und seine vielen Falten ließen ihn viel älter aussehen, als er tatsächlich war. Eine Vielzahl chronischer Krankheiten ergänzte dieses Bild. Senf & Banner versuchte seine Gesundheitsprobleme mit traditioneller Medizin zu lösen, aber ohne Erfolg. Danach entwickelte er Übungen, die er morgens vor dem Aufstehen durchführte. Dank des täglichen Trainings sah Senf & Banner im Alter von 70 Jahren viel jünger aus, als er war. Dies wurde auch durch ärztliche Untersuchungen nachgewiesen. Nach 11 Jahren täglicher Übungen unterzog sich Senf & Banner einer ärztlichen Untersuchung. Dann kamen die Ärzte zu dem Schluss, dass Banners Gesundheitsindikatoren einem Mann unter 40 Jahren entsprachen. Seltsamerweise verschwanden alle Falten in Senfs Gesicht. Banner argumentierte, dass der Grund dafür ganz einfach sei. Dieser Mann hatte seine eigene Theorie, in der er erklärte, warum Menschen altern. Diese Theorie zufolge kommt es mit zunehmendem Alter zu einer Ansammlung von Mineralablagerungen in unserem Gewebe, die die Stoffwechselvorgänge im Körper beeinträchtigen. Im Jahr 1912 veröffentlichte Senf & Banner das Buch Alter, seine Ursachen und Prävention. Es beschreibt das gesamte Übungsspektrum, das der Autor des Buches täglich machte. Die Technik all dieser Übungen besteht darin, die Muskeln anzuspannen und zu entspannen. Nachfolgend finden Sie mehrere Übungen von Senf & Banner, die dabei helfen, einen dicken Bauch und eine Glatze loszuwerden. Auf dem Foto können Sie sehen, dass die Glatze des 72-jährigen Banner verschwunden ist. Und auch eine Übung, um das Gesichtsoval zu straffen oder einem Erschlaffen vorzubeugen. Übungen zur Stärkung der Muskulatur des gesamten Körpers. Diese Übung ist gut, weil bei ihrer Durchführung auch Muskeln trainiert werden, die wir im Alltag nicht nutzen. Die Übung wird im Bett liegend vor dem Essen durchgeführt. Auf der Seite liegend beugen wir die Ellbogen und umfassen sie mit den Handflächen. Wir halten dabei den Kopf gerade, dann spannen wir alle Muskeln an und dehnen der Körper zu einer Schnur. Danach entspannen wir den Körper für ein paar Sekunden und spannen ihn wieder an. Wir führen 3 bis 4 Ansätze mit abwechselnder Anspannung und Entspannung des Körpers durch. Für diejenigen, die gerade erst mit dem Üben der Banner-Methode beginnen, soll man Muskeln 3-4 Sekunden lang anspannen und die Zeit schrittweise auf 10 Sekunden steigern. Übungen für dicken Bauch. 1. Wir liegen gleichmäßig auf dem Rücken. Wir spannen unsere Bauchmuskeln an, legen unsere Handflächen drauf und drücken sie fest an die Bauchoberfläche. Dann beginnen wir, die Fettdepots abwechselnd vorwärts und rückwärts zu bewegen, 24 Mal. Bei dieser Übung ist es wichtig, nicht nur die Haut, sondern auch das gesamte Unterhautfettgewebe zu bewegen, als ob sie sich auf einem Waschbrett waschen würden, da die Massage der Bauchhaut nicht den erwarteten Effekt bringt. Gleichzeitig drücken wir gegen die angespannte Bauchmuskulatur, anstatt unsere Handflächen nach innen zu drücken. 2. In der Ausgangsposition beginnen wir, die Luft zu packen, während wir die Bauchmuskeln abwechselnd anspannen und entspannen. Wir führen 24 schnelle Schläge aus, ein Ansatz. Wir erhöhen die Anzahl des Ansätze schrittweise auf 4. Übung gegen Haarausfall. Unter der Kopfhaut befindet sich ein Sehnenhelm, der mit zunehmendem Alter am Schädel klebt. An Stellen, an denen es zu solchen Verklebungen kommt, wird dem Gewebe die ausreichende Ernährung entzogen. Um dies zu verhindern, empfahl Senf & Banner eine tägliche Kopfhautmassage. Wir beginnen am Hinterkopf. Wir legen die Fingerspitzen beider Hände auf den Hinterkopf. Vorsichtig und ruhig beginnen wir,
das Gewebe hin und her zu bewegen. Dann ändern wir die Position der Hände und bewegen sie etwas höher. Auf diese Weise massieren wir die gesamte Kopfhaut. Bei der Massage ist es wichtig, die Gewebe entlang des Schädels zu bewegen und nicht an den Haaren selbst zu reiben. Diese Massage hilft, das Gesichtsoval zu straffen. Übung zur Straffung der Gesichtsmuskulatur. Bei allen Gesichtsübungen empfiehlt Sanford Bennett, sanft und ohne plötzliche Bewegungen vorzugehen, um eine Dehnung der Haut zu verhindern. In diesem Artikel finden Sie eine Technik, die Bennett Arbeiten mit den Gesichtsmuskeln nannte. Wir drücken den inneren unteren Teil unserer Handflächen an unsere Wangen und bewegen das Gewebe mit spürbarem Druck in Richtung Schläfen. Wie bei den vorherigen Übungen muss man nicht die Haut, sondern das gesamte Gewebe entlang des Wangenknöchels bewegen. Nach dem Verrücken nehmen wir unsere Handflächen von unserem Gesicht und bringen sie wieder in ihre ursprüngliche Position zurück. Wir führen die Übung 10-15 Mal durch. Es sollte hinzugefügt werden, dass das tägliche Training Sanford Bennett dabei half, auch im Alter von 85 Jahren seine hervorragende Form zu bewahren. Und seine Zeitgenossen sagten, dass der Schriftsteller mit den Jahren immer jünger wird. Wer weiß, wie lange Sanford Bennett gelebt hätte, wenn er nicht bei einem Unfall ums Leben gekommen wäre. Sagen Sie sich selbst, wie Sie sein sollten. Eine ungewöhnliche Heilregel des Heiles Katsuzo Nishi. Dieser willensstarke Mann war Ingenieur. Dies hinderte ihn jedoch nicht daran, sein eigenes einfaches und wirksames Heilsystem zu entwickeln, das auf der ganzen Welt an Popularität gewann. Er war ein schwaches Kind und war oft krank. Dieses System entstand aus der persönlichen Erfahrung von Katsuzo Nishi. Er war ein schwaches Kind und war oft krank. Seine Eltern nahmen an Konsultationen verschiedener Ärzte teil. Doch Experten zuckten nur mit den Schultern. Eines Tages ließen sich Nishas Eltern von einem berühmten Arzt beraten. Er kam zu dem Schluss, dass Katsuzo Nishi bei einem solchen Gesundheitszustand nicht älter als 20 Jahre werden würde. Tatsächlich war der Junge durch verschiedene Beschwerden körperlich so erschöpft, dass er kein erfülltes Leben führen konnte. Katsuzo Nishi erinnerte sich an diese Zeit und sagte, "Ich litt körperlich und geistig sehr und sehnte mich nach Gesundheit." Dank seines Wunsches überlebte er nicht nur, sondern erlangte auch Gesundheit. Alles, was Katsuzo Nishi interessierte, war das Studium verschiedener Gesundheitssysteme und Philosophien. Er analysierte mehr als 70.000 Quellen verschiedener Literatur zum Thema Gesundheit. Recherchen führten den jungen Nishi zu der Erkenntnis, dass ein Mensch aufgrund seiner moralischen Erschöpfung viele Krankheiten bekommt. Daher ist Selbsthypnose zur wichtigsten Regel im Heilungssystem von Katsuzo Nishi geworden. Indem wir uns auf eine gute Gesundheit einstellen, schaffen wir damit die Grundvoraussetzung dafür, bemerkte Nishi in seinem Buch Ein einzigartiges Heilungssystem. Laut Nishi versucht jemand, wenn er darüber nachdenkt, seine Wohnung zu renovieren, sich vorzustellen, was am Ende passieren wird. Die Methode mit Selbsthypnose für die Gesundheit funktioniert auf die gleiche Weise. Sie müssen sich stark, gesund und jung in ihrer Fantasie vorstellen. Sagen Sie sich, wie Sie sein sollen. Und Sie werden es sein. Schließlich funktioniert unser Körper nach der Regel des Feedbacks. Je mehr Aufmerksamkeit und Liebe man ihm entgegenbringt, desto besser funktioniert er, sagte Katsuzo Nishi. Um eine gute Gesundheit zu erreichen, müssen Sie sich daher zunächst mit Ihrem zukünftigen Image vertraut machen, das Sie erreichen möchten. Stellen Sie sich vor, welchen Körperbau, welche Gangart und welches Wohlbefinden Sie haben werden und helfen Sie dann Ihrem Körper, so zu werden. Kommunizieren Sie freundlich mit ihm und sagen Sie ihm, wie er arbeiten soll. Wie sollen Sie mit Ihrem Körper sprechen? Katsuzo Nishi empfahl, Selbsthypnoseformeln mehrmals täglich 40-60 Mal hintereinander mit Zuversicht und sogar mit Fanatismus auszusprechen. Gleichzeitig hat der Autor des Heilsystems darauf geachtet, dass die mechanische Aussprache von Phrasen keine Wirkung hat. Sie brauchen eine leichte Besessenheit, dann werden Sie es wirklich spüren. Nachdem Sie den Satz "Ich bin gesund" gesagt haben, führen Sie nur positive Emotionen in Ihr Gehirn ein. Gewöhnen Sie sich an sie, kultivieren Sie sie. Jede Einstellung, die Sie über einen längeren Zeitraum inspirieren, wird im Gehirn Wurzeln schlagen und sich dann in der materiellen Welt manifestieren.
Nishi bemerkte, dass die Wirkung gesprochene Phrasen zunimmt, wenn man beim Aussprechen einige rhythmische Aktionen ausführt, zum Beispiel indem man mit den Fingern auf den Tisch trommelt. Denn der Rhythmus fesselt unser Bewusstsein und stoppt den Gedankenfluss und die gesprochenen Sätze gelangen ungehindert ins Unterbewusstsein. Nach der Selbsthypnose-Sitzung riet Katsudo Nishi, die Augen zu schließen und zu versuchen, den vorgeschlagenen Zustand im Kopf zu behalten. Wie sollen Sie Phrasen für die Selbsthypnose verfassen? Katsudo Nishi sagte, dass es besser sei, Phrasen selbst zu verfassen und gab auch allgemeine Empfehlungen für deren Zusammenstellung. Zur Selbsthypnose können Sie alle Aussagen mit positiver Bedeutung verwenden. Sie sollten kurz sein, maximal 10 Wörter und widerspiegeln, was Sie erreichen möchten. Zum Beispiel, meine Augen sehen gut und klar. Ich schlafe gesund und fest. Mir geht es gut. Ich bin gesund. Phrasen zum Thema Gesundheit sollten nur bejahende Formulierungen im Präsens enthalten und müssen Pronomen Ich, Mein enthalten. Wenn Sie eine Krankheit loswerden möchten, empfiehlt Katsudo Nishi, Ihren Namen nicht in die Formel Ihrer Selbsthypnose aufzunehmen. Wenn jemand also Probleme mit seinen Zähnen hat, ist es falsch zu sagen, ich habe keine Zahnschmerzen. Laut Nishi sollte der Satz so aufgebaut sein, ich habe gesunde und starke Zähne und noch eine Voraussetzung. Der von Ihnen zusammengestellte Satz sollte bei Ihnen angenehme Emotionen hervorrufen. Es ist auch effektiv, die Formel, die Sie erstellt haben, vor dem Schlafengehen aufzusagen und mit diesem Gedanken einzuschlafen. Somit arbeitet Ihr Unterbewusstsein nachts, während Sie schlafen, mit dieser Formel. Vergessen Sie nicht, Sie müssen an das glauben, was Sie sagen. Nur in diesem Fall wird unser Körper den Befehl wahrnehmen und darauf reagieren. Eine ähnliche Technik zur Heilung des Körpers verwendete übrigens der Wissenschaftler Georges Hitton, der eine schwere Frontwunde erlitten hatte. Den Ärzten zufolge musste er entweder behindert bleiben oder bald sterben. Aber weder das erste noch das zweite geschah. Laut Georges Hitton überwand er seine Krankheit mit Hilfe von Selbsthypnose und seine heilende Einstellung hat Tausenden von Menschen geholfen und hilft ihnen auch weiterhin. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Methode der Selbsthypnose zur Heilung des Körpers wirksam ist.